Herzlich willkommen zurück zu Far Cry 4 mit dem Taverno. Heute steht an, was wir als nächstes machen. Wir haben so einiges jetzt hier in Kyrat schon erreicht und wir sind kurz vor dem Durchbruch im Norden. Und wir sind eigentlich kurz vor dem Durchbruch in Pergamin, sein Land wegzunehmen und ihn dort auch zu verfrachten, wo er hingehört, unter den Boden zu den Würmern. Nun, aber bis es dort so weit ist, stehen jetzt glaube ich noch etwa die ein oder andere Mission an. Das eine wäre für Tamita. Da müssten wir Kampagnenmissionen weitermachen. Sie haben wir ja wieder zur Anführerin erkoren, indem wir dort in die Ziegelfabrik gegangen sind und für ihre Rechte eingestanden sind. Und da wäre noch etwas für die Yogi und Reggie. Und ich glaube, wir machen das. Weil allenfalls könnte das auch die Letzte dann sein oder die Zweitletzte, ich weiß es nicht. Wir gehen mit Schnellreisen dort hin. Ausgerüstet bin ich schon. Ich habe alles wieder aufgerüstet, was man braucht. So, ein bisschen Munition, Körperpanzer, Spritzeli. Und alles verkauft, was wir zu viel haben. Und da bei dem hier, das ist der Verwalter von unserem Haus. Bei ihm könnten wir für teures Geld unser Haus aufrüsten. Da habe ich mal ein bisschen angeschaut. Da gibt es diverse Sachen. Da könnte man einen Garten haben, Gyrocopterstelle, einen Brunnen, einen Tempel. Und die haben dann natürlich verschiedene Attribute. Da kommst du immer dein Gemüse über, das du brauchst. Am Geldbaum da findest du immer wieder ein bisschen Geld. Der Gyrocopter ist selbsterklärend. Ja, weiss nicht. Und jetzt lohnt sich das für uns noch gerade nicht und darum machen wir es dann noch nicht. Wir brauchen eigentlich nur noch den Spielfortschritt. Weil ich muss jetzt auch ganz ehrlich sagen, man merkt, dass die meisten oder viele Far Cry 4 durchgeschaut haben. Ich habe ja ein bisschen spät angefangen. Ich habe gehofft, mit den Weihnachten käme ich dann nochmal einen Schub über, aber gegenüber vom Anfang merke ich einen deutlicher Unterschied, was Fuse anbelangt. Und diese neue Ladung ist definitiv richtig. Ah, vergiftet. Schon wieder. Wie heißt sie? Badrox. Ja. Badrox. Du wirst nicht mal merken, wie es dir ein Loch in den Sack brennt. Ah, danke. Was? Oh, Scheiße! Also, ich merke nicht allzu viel davon. Hm. Naja, wahrscheinlich gewöhnst du dich langsam daran. Schon gut. Vielleicht brauchst du ein bisschen mehr von der geheimen Zutat. So wirst du noch zum Drogensüchtigen, hey Jay. Und wir tauchen wieder ab in die betroffene Welt, oder wie ist das da? Sieht irgendwie fast ein bisschen aus. Wo sind wir wieder gelandet? Nicht gut. Wenn die Waffe schon gerade vor den Füßen liegt, nicht gut. Letztes Mal haben wir ja durch das unsere Sinneserweiterung erreicht, indem wir Spritzentechnik erlernt haben. Hallo, Munition keine. Also, wo geht's da durch? Da hinten. Was hat's? Wow. Also da passiert wieder krasses, komisches Zeug, hä? Immerhin sind keine Bären in der Nähe. Ja, freu dich nicht zu früh, sagt er's. Hey Jay. In deinem Zustand ändert sich alles. Schlagartig. So. Wer weiß, vielleicht nützt es ja noch etwas. Wo kommen wir jetzt? Ja, ah, das sind die abgekehrt sind. Fehlende Dinge fehlen, finde sie. Fehlende Dinge fehlen. Fehlende Dinge fehlen. Jetzt sind wir eher auf der grün-blauen Welle, nicht auf der rot-violetten, hä, da mal. Okay. Ja. Was kommt jetzt auf mich zuzurennen? Etwas brennt. Etwas rennendes, brennendes. Hm.
Ja, man nur müssen nachschießen, dann wäre es der Flug gerannt. Oh nein. Keine Viecher. Lange sicher nicht brennend so. Vielleicht sollte ich aber. Oh, jetzt kommen wir auch wieder auf die violette Welle da. Om Nam Shiva, Nam Shiva, Nam Shiva, Nam Shiva. Om Nam Shiva, Om Nam Shiva. Komische Vögel. Was macht ihr da? Reggie, seid ihr das? Oh, Scheiße. Was zum Teufel habt ihr mir gegeben? Nehmen die brennenden Soulcalibur. Ja, was zum Teufel habt ihr im AJ wieder gegeben? Das ist ein armer Siechermeuchel. Wie komme ich da hoch? Ich muss gar nicht hoch, ich muss runter. Yes! Boing! Stein gelandet. Spech. Da hinten hat es dann noch irgendeine Maske. Interessiert uns aber nicht mehr. Wir machen jetzt vorwärts, wir wollen das Ende. Eben, was ich eigentlich wollte sagen ist, ich habe gemerkt, anhand von den Views, als viele Spiele auch fertig gesehen haben oder fertig gespielt haben und das Interesse da ein bisschen gesunken ist. Aber ich würde es eigentlich gerne das Projekt fertig durchziehen. Und darum ja, mache ich jetzt auch ein bisschen längere Game Sessions, nehme ein bisschen mehr auf, lade vielleicht am einen oder anderen Tag einmal zwei Folgen nur, weil andere Games stehen ja auch noch auf der Türschwelle, wo werden Let's Play werden. Zum Beispiel H1Z1. Oder dann später Dying Light. Aber ja, darum machen wir auch ein bisschen vorwärts da. Immer die brennenden Soulcalibur. Das ist noch hart, wenn man so verbrennt. He? Da hat es für uns mal los. Man hat es sonst noch rum. Ich habe jetzt Molotovs aufgenommen, wieso kann ich die nicht? Wow! Geht's noch? Noch mehr Molos. Da sind wir schon mal gewesen. Ja! Wo müssen wir recht hier hin? Ein rotes Blättchen mitnehmen. Wenn AJ. So, den Delta sagen wir nein oder nicht? Nein. Das ist Gale. Was für ein cooler Flug. Wow, was schiessen die? Ah, oh, mit dem Minenspicker. Die meinen es aber ernst. Die meinen es wirklich ernst, hä? Umschina, umschniwa. Da hat es noch das Plakat. Und da piepst etwas. Piepsen ist nie gut. Piepsen ist gar nie gut. Wo piepst's? Da piepst. Kasse, wenn's piepst. Wow, wer bin ich? Was will ich im Leben erreichen? Immer! Da ist irgendetwas. Ah. Das ist meine Waffentasche. Ja, toll. Der brennende Waldmission beendet. Und was haben wir jetzt da davon gelernt? Was ist jetzt da für uns? Habe ich jetzt irgendetwas verpasst? Wäre jetzt da noch irgendetwas gewesen? In uns, die Ziege. Und wo ist da... Wow.
Hallo? Hallo? Wer schießt denn da? Da ist wieder ein riesen Flächenbrand. Das dynamische Feuer ist schon cool gemacht, he? Wie sich es ausbreitet und so. Aber wo ist die Maske? Ich finde sie nicht. So. Nein. Wo? Da? Nein. Das hat ja nicht so das Ding da. Da außen? Ja. Gut. Dann könnten wir eigentlich jetzt schon zu der Mitte gehen. Können wir eigentlich. Ah, ich denke, dort die Yogi und Reggie Sache gehe ich etwas länger, aber. Das ist jetzt gerade für gar nichts. Also von der Langlebigkeit her. Ja, in dem Fall fahren wir hier hin. Zu der Amita. Amita! Mal schauen, was die zu melden hat, was wir wieder machen sollen. Ich denke, die schickt uns jetzt irgendwie in Ordnung. Es muss ja fast sein. Oh oh. Oh oh. Nur in den Dreifahrer. Oh, wow, oh, die Siechen meinen es immer so ernst. Nur in den Dreifahrer und der hält es einfach an. Ich habe jetzt keine Lust mit denen zu kämpfen. Die 3 MGs sind heavy. Schließlich haben wir dann einen Termin mit der Amitha. Was ist da oben noch? Wow. Ist da der Abi Rayana? Ja, der hat ja eigentlich auch noch so Propagandamissionen. Einmal werde ich die schon noch machen. Auch nur, dass man das Let's Play komplett hat. Aber jetzt geht's. Wir wollen den Norden. Und wir wollen einen richtigen Pagamin. Wobei wird ja noch das eine oder andere vorkommen. Yuma nehme ich an, wo wir werden müssen ausschalten. Wir retten gar niemanden mehr. Wir sind einfach am Rotzen. Wow, wow, also wow. Oh, rechts, rechts, rechts. Wir müssen den deutschen Anata reinhauen. Ja, fantastisch. So kehrt man übrigens eine Quote, he? Nein, könnte also gut sein, dass ich vielleicht sogar jetzt bis ich da durch bin mit dem Far Cry Doppelfolgen aufladen. Die paar, die sie noch schauen, die stört sicher nicht. Und die, die es nicht schauen, denen ist es sowieso gleich. Mein Kumpel meinte, das überlebst du nicht. Ich hab da haben wir keinen Zugang. Aber dort, siehst du? Amita. So, da wären wir. Hast du etwas für mich? Oh ja. Wir konnten die Bewohner des Südens befreien, aber der Norden blieb uns versperrt, wegen der King's Bridge. Nun tragen wir den Kampf direkt zu Pargan und befreien den Norden. Also, die Brücke ist befestigt. Das Haupttor besteht aus sprengsicherem Beton, vergisst C4 oder konventionellen Sprengstoff. An der Verteidigung prallt jeder Frontalangriff ab. Und was machen wir dann? Ich habe einen Plan. Da ist ein Konvoi mit einem Chemielaster. Ich will, dass du ihn dir sicherst. Bis vor ihre Nase fährst und das Tor aufsprengst. Dann kämen wir in den Norden und du wärst einen Schritt näher an Yuma. Also gut. Das heisst, wir holen uns jetzt einen Chemielastwagen, hä? Klingt gut. Der Schlüssel nach Norden, wo finde ich den? 780 Meter ist der. Am Umfahren. Den werde ich hier. Mal schauen, ob sich der bewegt. Der bewegt sich nicht, den könnte man ja auch. Haben wir das Fahrzeug? Wir dürfen den ja jetzt nicht sprengen, wir müssen den übernehmen.
Das ist wieder nicht gegangen. Ich eigentlich wollte mit dem Wings weiter vorne fliegen. Tja, 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 tja. Katastrophe. Zum Glück steht da unsere superkehrte Quota. Und dann würde ich sagen, holen wir uns den Chemielaster und sprengen das verdammte Türli in die Luft. Wow. Wow. Hallo. Würde dich auch noch brechen? So. Manchmal. Oh. Wenn wir ja schon da sind und mit anhalten. Nehmen wir das auch noch gerade mit. Jetzt haben wir den Ball schon ein Drittel. Noch zwei bis zu einer Belohnung. Ah, interessant. Kiste dort hätten wir auch noch können, aber machen wir jetzt nicht. Wow, wirst du da nicht zumindest auf der Straße stehen? Gibt's ja gar nicht so etwas. Wo ist jetzt der Chemielaster? Breich einfach nicht mit dieser Waffe, breich ich nicht. Ich ziele aber ganz schlecht. Hallo? Wieso habe ich ihn gleich noch verwünscht? Okay. Für meinen König zu sterben. Ah, das wäre also da. Holen wir uns das Ding. Ich muss zuerst noch schnell die Pistole nachladen, ich weiß ja nie, ob man die noch gerade braucht. Was haben wir denn da? Da haben wir ja gar nicht. Weil es ja gar keine Chemielast. Amita, ich bin vor Ort. Ich bin bereit. Der Konvoi müsste aus dem Südwesten kommen. Aus dem Südwesten. Also gut. Das heisst, soll ich da mal eine Mine legen? Eine. Jetzt muss ich ein bisschen Radau machen. Wird ja mehr als ein Auto sein. Er muss jeden Moment eintreffen. Viel Glück. Also das ist nur ein Lastwagen. Oh nein, es hat das Auto. Da fährt er eben gerade über die Mine hier. Und hinter noch ein Lastwagen. Und hinter noch einen. Der Fahrer vom Lastwagen ist ausgeschaltet. Die zwei Fahrer auch. Und den haben wir auch noch verwünscht. Haben wir alle? Der Last brennt, das ist vielleicht keine gute Sache da, hä? Flickert das Zeug. Hat es einfach nicht flicken. Ja, jetzt soll ich mit dem brennenden Scheissdreck da rumfahren. Macht mir aber nicht so. Man sieht richtig die Wärmewellen im Bild. AJ, so nah waren wir dem Norden seit Jahren. Wo ist jetzt da das Tor? So sollen wir auch nicht fahren. Danke. Und ich muss wohl nicht sagen. Wir gehen ins Mühe. Fahren zur Kingsbridge. Machen wir doch. Wir sind unterwegs, würde ich sagen. Digi, 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 digi. Wieso hat es eigentlich da Musik? Das darf keine Musik haben.
Das darf keine Musik haben. Wieso schaltet sich das immer ein? Wo ist die Musik? So. Musik aus. Hallo? Jetzt muss ich da nachher alles raus. Nein, das ist ein Scheissdreck so. Das ist ein verdammter Bullshit. Wow. Der Schütz ist eben ausgeschaltet. Oh, Moment. Wollt da noch irgendjemand etwas melden? Das Zeug räuchelt ja zu allen Löchern raus. Das sieht nicht sehr traumserweckend aus. Aber ich würde sagen, wie es hier weitergeht und ob wir das schaffen mit dieser Kingsbridge, das sehen wir in der nächsten Folge. Hey, danke fürs Zuschauen und ciao.